Oder schauen wir mal, das Imperium im Schatten. Das ist das, worauf ich Bock habe. Wer ist der größte Videospiel-Publisher der Welt? Nintendo, Sony oder vielleicht doch EA? Die Antwort lautet Tencent, ein chinesischer Konzern mit Sitz in Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas. Tencent erstreckt sich wie ein Kraken über die globale Gaming-Industrie. Dem Konzern gehört Riot Games, gleichzeitig besitzt er große Anteile an den Spieleentwicklern Epic Games und Supercell. Dazu kommen Anteile an Activision Blizzard und Ubisoft. Das Studio hinter Call of Duty Mobile gehört Tencent ebenfalls komplett. Dem Konzern gehören außerdem Anteile an Spotify, dem Autohersteller Tesla, der größten globalen Plattenfirma Universal Music, der Digitalbank... Ich meine, was bist du für ein unglaublich... wenn du eigentlich in allen großen Sachen mit drin bist, aber irgendwie dich niemand kennt. Irgendwas ist krass. N26 und Snapchat. Mit WeChat und QQ gehören Tencent auch die beliebtesten Messenger-Dienste Asiens. Mit WeChat Pay und WeBank dominieren sie den asiatischen Markt für bargeldloses Bezahlen. Tencent ist das sechstgrößte Unternehmen der Welt und feiert Jahr für Jahr neue Umsatzrekorde. Tencent ist das sechstgrößte Okay, was kenne ich hiervon? Apple, Microsoft, Amazon, Google. Ist das Tesla? Facebook? Was ist das hier? Das sieht aus wie so ein Emoji bei WhatsApp, was ich nie benutze. Die kenne ich auch beide nicht. Ja, Tencent-Aktie hätte ich jetzt wahrscheinlich vor 20 Jahren kaufen müssen, ja? Wie alle anderen. Was hat man hier noch? Kennt ihr das? Kennt das jemand hier, diese beiden Dinger? Sternschnuppe? Ja, genau, das Feuerwerk-Emoji. Genau das. Das benutzt man nie eigentlich. Auch nicht, okay. Ja, gut. Den Rest hättet ihr halt auch gewusst, ne? Ja. Unternehmen der Welt und feiert Jahr für Jahr neue Alter, was ein Grow, ne? In 10 Jahren einfach für XXX was. Alter. Aber dann ist auch krass, die Sprünge werden eigentlich immer heftiger, ne? Es geht so, eigentlich immer bei dem Unternehmen so, ne? Es geht 2-3 Jahre, ich meine, das sind ja fucking Umsätze, ne? Milliarden Yuan. Okay, ich kann das jetzt. Ich habe jetzt hier gerade nicht den Währungsrechner offen, aber. Ist krass, ne? Slowly, slowly und dann kommen die Big Steps. Boom, 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 boom. Umsatzrekorde. Hinter dem Erfolg des Konzerns steckt brillante Voraussicht, aber auch etliche Plagiate und bedingungslose Kooperation mit einer Regierung, die jedes erdenkliche Werkzeug nutzt, um ihre Bevölkerung und ihre Unternehmen auszuspionieren und zu kontrollieren. Ja, Weltklasse gespielt. Das ist genau der Draht, den du dort brauchst. Genau der. Die Regierung gibt dir die Information, die du brauchst, weil sie einfach alles kontrollieren. Die Regierung kann... Wenn Tencent jetzt eine Pornoseite aufmachen würde, Junge, es wäre maßgeschneidert für jeden Kunden. Maßgeschneidert, wenn das dort drin wäre. Maßgeschneidert. Was geht ab, Mann? Klingt interessant, habe ich noch nie von vorher gehört, ey, krass. Ende der 90er kopierte Tencent den legendären Messenger-Dienst ICQ. Klasse, krass. Ab 2000. Okay, ganz kurz, ja, nein, wer kann seine ICQ-Nummer noch? Also wer nein schreibt, ist höchstwahrscheinlich auch noch nicht so alt. Wer kann seine Nummer noch, seine ICQ-Nummer? Ich kann meine natürlich noch. Aber ich sag's ihm mal besser nicht, Alter, nicht, dass ich da irgendwie geiler Deluxe hieß oder so. 4 ist dann eine Reihe erfolgreicher Browser-Spiele erschienen. Ja, naja. Kurze Zeit später... Krass, Alter, ja, absolut gottesdreiste Plagiate, ne? Also so straight up. Ohne mit der Wimper zu zucken. Kaufte Tencent sich in den globalen Gaming-Markt ein und kopierte Spiele aus dem Ausland. Der Konzern legte den Fokus dabei früh auf Mobile Games, da viele Chinesen ein Smartphone besitzen. Oh, warte mal. Der Konzern legte den Fokus dabei früh auf Mobile. Alter, krass, wie sehr kann das Spiel nach LOL aussehen, ne? Ich meine, LOL ist ja auch schon Abklatsch, ne? Wollen wir mal nicht lügen, ihr kleinen Pisser. Fangt mir jetzt nicht mit der Story an. Das ist natürlich von der Custom Map von Warcraft, damals schon Dota, ist natürlich absolut auch copy-pasted. Also kommt mir nicht so um die Ecke. LOL kann doch mit so einem Ding, ich meine, das war jetzt hardcore copy-pasted. LOL hat ja irgendwie noch eine eigene Philosophie, etc. Aber LOL braucht sich auch nicht beschweren, so, oh, wir wurden kopiert. Oh, komm, hier unten. Kannst du mal andocken. Chinesen ein Smartphone besitzen, Smart. Aber keinen Computer oder eine Konsole. Bei früh auf Mobile Games, da viele. Was für grausame Bilder, ne? Pfoah! Also irgendwie irgendwie schon nur grausam, oder? Ich meine, ey, sind wir ehrlich, ja, wir brauchen jetzt hier nicht so auf voll Anti-Handy machen oder so. Selbst wenn jetzt keiner ein Handy in der Hand hätte, wäre es genau das gleiche traurige Bild. Als wenn da irgendeiner mit wem reden würde oder sowas. So ist ja nicht, jetzt brauchen wir nichts zu tun. So sind die Leute irgendwie doch anderweitig sozial, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt krass gut oder schlecht finde, aber ist ja jetzt nicht so, als wenn sonst in der Straßenbahn voll die rege Kommunikation herrscht, sozialer Austausch etc. Also ich bin noch nie irgendwo in eine Bahn eingestiegen, wo mal ein Vierer, drei Leute kein Handy hatten, ich mich dazugesetzt habe und so. Und? Wie war Ihr Tag so? Geht's Ihnen gut? Ja, meinen aber auch gut. Ich meine, und selbst wenn das mal jemand bei mir gemacht hat und ich schwöre, das ist vorgekommen,
Ich habe mich ein bisschen abgefuckt gefühlt. So, ich dachte mir, okay. Es gibt ja Leute, die wollen einfach ein Gespräch führen. So, auf Teufel komm raus. Oder kennt ihr die Leute, die ein Gespräch führen wollen, keinen Anhaltspunkt finden und dann so das erste Thema suchen, worüber sie sich jetzt gerade aufregen können? Bestes ist immer, ach, jetzt ist die Bahn hier aber schon wieder langsam. Immer das Gleiche hier, oder? Und guck dich dann so erwartungsvoll an und du nimmst deinen In-Ear raus. Hä? Ja, ja. Und wieder rein. Chinesen ein Smartphone besitzen, aber keinen Computer oder eine Konsole. Konkurrenz aus dem Ausland gab es nicht. Grundsätzlich ist es ja so für ausländische Unternehmen, dass der chinesische Markt immer noch nicht komplett geöffnet ist. Das ist Lea Däuber, China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Sie lebt seit über 5 Jahren in der Volksrepublik. In China gibt es Listen für bestimmte Branchen und Sektoren, wo ausländische Unternehmen immer noch nicht investieren können. Und dann gibt es gewisse Branchen, wo ein chinesischer Partner vorgeschrieben ist. Für viele internationale Entwickler war Tencent lange die einzige Möglichkeit, ihre Spiele doch noch auf dem gigantischen chinesischen Markt. Boah, du bist der absolute Monopol. Ich schwöre, dieses Wort müsste so auf Wikipedia stehen. Monopol. Markt anbieten zu können. Und so wuchs Tencent rasant heran. die Visualisierung gerade vom Wachstum fand ich sehr stark. Zur selben Zeit explodierte die Tencent-App WeChat. Das war ursprünglich ein Klon von WhatsApp. Heute wird die App aber nicht nur genutzt, um sich Zeit zu vertreiben, zu chatten oder sich ein Taxi zu rufen. Man nutzt sie auch, um Geld zu versenden, Versicherungen und Ja, das habe ich gesehen. Ich habe mal so, so Dudes geguckt. Die hat jeder von euch auch schon mal vorgeschlagen bekommen, die Videos. So wie sie auf dem Markt halt so dann irgendwie auf diesen ganzen Plagiat-Märkten dann zahlen und dann das über WeChat machen. Verträge abzuschließen und um sich zu informieren. Man kann wirklich alles innerhalb der App erledigen. WeChat hat mittlerweile über 1,2 Milliarden Nutzer und bestimmt den Alltag der meisten Chinesen. In den falschen Händen wäre so eine App und ihre Datengewalt natürlich ein unfassbar mächtiges Werkzeug. Oh. In der Volksrepublik China herrscht keine Demokratie. Die Kommunistische Partei diktiert das Leben der chinesischen Bevölkerung in allen Bereichen. Demokratie. Die Kommunistische Partei diktiert das Leben. Boah, sieht schon dirty aus. Ich meine, bei uns fängt man ja auch damit an, unter dem Banner der Sicherheit. Finde ich nicht so vieles. Ich weiß nicht, ist das verwerflich? Also, also wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin und ich würde das so sehen, ich wüsste nicht, also ich fühle mich nicht irgendwie in meiner Privatsphäre krass bedrängt, weil. Okay, ja, ich bin jetzt auf Kameras zu sehen, aber wenn mir jetzt eine Minute später jemand die Fresse poliert, mein Portemonnaie klaut und so wiederverfolgt werden kann, wüsste ich nicht, welchen groben Verlust ich dann daraus trage. Wäre mir jetzt nicht bewusst, aber... Leben der chinesischen Bevölkerung in allen Bereichen, sehen das Leute anders. In jedem größeren Unternehmen gibt es Zellen der Partei, auch in Tencent. Ganz stark ist diese Kommunistische Partei ausgerichtet auf die Nutzung, wirklich konsequente Nutzung all der neuen Möglichkeiten, die digitale. Sehe ich anders. Sagt mir auch gerne warum. Also ich bin ja niemals desinteressiert bei solchen Themen, wenn jemand da eine andere Meinung hat. Aber ist vielleicht akzeptiere ich einfach jetzt hier auch mal nur meine Meinung. Ist einfach auch meine Meinung, die ich jetzt mal ausgebe. Ich meine, ich brauche jetzt nicht von meiner Regierung eine Kamera in mein Schlafzimmer integriert. Ja, nee, das allgemeine Sammeln von Daten ist Katastrophe. Das sollte nicht sein, ja. Aber ich glaube, wir regen uns über etwas auf, was schon seit Jahrzehnten Standard ist, auch hier. Eine Techno-Autokratie. Das ist Professor Dr. Sebastian Heilmann. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier. Außerdem ist er einer der profiliertesten China-Forscher Europas. Und das ist eine neue Form des Regierens. Das ist eine neue Form der Marktaufsicht, ist auch eine neue Form der Kontrolle. Tencents WeChat und vergleichbare Apps bieten der chinesischen Regierung neue Möglichkeiten, unpopuläre Meinungen zu zensieren. Mit solchen Diensten kann man die Bevölkerung überwachen und Informationen kontrollieren. Das war schon krass, als ich damals in China war und noch relativ jung und wie alt war ich, 19, 20? Und dann so erstmal realisieren durfte, was vor Ort eigentlich welche Seiten alle gesperrt sind und sowas. Das war schon... Amnesty International gab WeChat und QQ bei einem Privacy-Rating 0 von 100 Punkten. Dabei wurde unter anderem bewertet, wie sicher Nutzerdaten verschlüsselt und gespeichert werden. Geil. Zur Verschlüsselung macht Tencent keine Angaben. Die Frage, ob man Regierungen eine Hintertür zu den Daten verweigern würde, ließ Tencent als einziger der überprüften Konzerne ebenfalls offen. Ja. Über 100 Millionen Menschen nutzen WeChat außerhalb Chinas.
Citizen Lab, eine Forschungseinrichtung der Universität Toronto, hat die App genau untersucht. Laut ihr liest die chinesische Regierung auch im Ausland vertrauliche App-Daten aus und nutzt sie für ihre heimische Propagandamaschine. Doch es sind nicht nur WeChat und Co. Die kommunistische Partei scheint ihre Bevölkerung auch über Videospiele zu überwachen und zu kontrollieren. 2019 hat die chinesische Regierung zum Beispiel veranlasst, dass Tencent und andere Spieleanbieter neue Klarnamen-Identifikationssysteme einführen. Um spielen zu dürfen, ist teilweise sogar Gesichtserkennung notwendig. Ja, das ist alles irgendwo ein Punkt von Überwachung, aber an anderer Stelle auch ein bisschen, ich sage euch ganz ehrlich, ich denke, das ist teilweise auch überfällig, auch in anderen, auf anderen Kontinenten etc. Weil leider wird sich im Internet immer noch so bewegt, als wäre es ein komplett rechtsfreier Raum. Menschen werden so, verhalten sich so, behandeln andere Menschen so. Ich sag ganz ehrlich, also es ist schon, wenn jemand deine Familie bedroht, sagt, dass er irgendwie an deine Kinder gehen möchte und sowas, ist es nicht verkehrt, wenn der vorher vielleicht mal ein Perso hinterlegen musste für seinen Account. Ich meine, das macht es immer noch nicht safer. Oder es macht es auf jeden Fall safer, aber es schließt auf jeden Fall das Thema nicht aus. Nichtsdestotrotz hat man da irgendwie wenigstens das Gefühl, dass irgendwie ein Schutz bestünde für genau solche Themen. Minderjährige dürfen jetzt maximal 90 Minuten pro Tag spielen, an Feiertagen bis zu 3 Stunden und zwischen 22 und 8 Uhr gar nicht. Gleichzeitig scheinen Spiele nur zugelassen zu werden, wenn sie den Werten der kommunistischen Partei entsprechen. Wenn nicht, haben sie schlechte Chancen. 2017 hat Tencent sich beispielsweise in das südkoreanische Studio Bluehole eingekauft. Das ist der Herausgeber von PUBG. Die chinesische Regierung hat Tencent gedroht, PUBG in China zu sperren, weil zu brutal und nicht sozialistisch genug. 2019 nahm Tencent das Spiel vom Markt und brachte dafür das Spiel Game for Peace heraus. Das ist PUBG ohne Blut und Tod und in Anlehnung an die Blauen Krieger der Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee Chinas. Sogar die Spielstände wurden vom Original... Sag ganz ehrlich, finde ich okay. Finde ich in der Tat okay, weil es nicht genug kontrolliert werden kann. Obwohl, eigentlich muss es ja minderjährig-mäßig dann kontrolliert werden. Und damit, also dann lässt du es halt zugänglich auch für Minderjährige, aber gibst halt ein bisschen Brutalität raus. Ich meine, klar, am Ende des Tages bewirbst du irgendwie deine Ideale und willst du nur deine Meinung weiterhin drücken und es gibt nur diese eine Welt, das willst du ja in dem Spiel dann auch haben oder machst du ja in dem Spiel. Aber andererseits ist es doch nicht zu verwerflich, brutale Games für zumindest Minderjährige bis zu einem gewissen Grad zwanghaft zu zensieren. Weil die Eltern machen es leider nicht mehr oft genug. Da wird nicht mehr so hart kontrolliert. Geht auch nicht. Sobald du ein Handy hast, Alter, deine Mutter, dein Vater können dich 24/7 dich da kontrollieren. Das ist genauso, als wenn du vor die Tür gehen würdest. So, da kann genauso viel Scheiße passieren. Doch auch außerhalb Chinas scheint die Kommunikation... Ich hatte mal, als ich kleiner war, hatte ich mal, weiß ich noch, kam mir auf einer Straße kam so ein schwarzer Mann auf mich zu und irgendwie so... Lass mich mal in deiner Hand lesen oder sowas. Und ich hab's nicht so krass gerafft. Das war vor meiner Haustür und so. Und ich so, ja, was geht ab? So mäßig. Und er hat einfach gesagt, ja, ich sehe, du bist ein dreckiges Nazi-Schwein. Weiß ich noch ganz genau. Werde ich so nicht vergessen. So, und ich meine, das ist halt im Internet nur viel, viel häufiger. Ne? Also, aber es ist nicht so, als wenn es nicht auch im echten Leben passieren kann, dass du auf Leute triffst, die dir irgendwie ein schlechtes Gefühl geben oder dich irgendwie für was runtermachen, was du nicht mal vielleicht verstehst. Für Partei durch Tencent Einfluss zu nehmen. 2019 gab es einen Skandal rund um die NBA. Tencent ist offizieller Partner der Liga und streamt die Spiele für den chinesischen Markt. Der Staatssender CCTV überträgt sie im Fernsehen. Der Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, veröffentlicht einen Tweet. Fight for Freedom, Stand with Hong Kong. Das gefällt der chinesischen Regierung ganz und gar nicht. Staatssender CCTV und Tencent kündigen an, keine NBA Preseason-Spiele der Rockets mehr auszustrahlen. Krass. Außerdem will Tencent all seine Geschäftsverbindungen mit den Rockets beenden. Laut NBA-Commissioner Adam Silver fordert die chinesische Regierung, dass Morey umgehend gefeuert wird. Die Lage beruhigt sich erst, als kurze Zeit später eine Entschuldigung von Morey auf Twitter folgt. Auch die Spieler entschuldigen sich. Yeah, we apologize, you know. Ja, der arme Mann, Alter. Er weiß doch gar nicht, also was soll das? Er denkt sich so, ja, er kratzt sich zurecht am Kopf. Er denkt sich, Alter, ich muss hier gerade was sagen, was ich niemals verstehen werde, aber ich muss es sagen, damit mein Salary weiter gezahlt wird und wir hier weiter Geld machen. You know, we love China, we love, you know, playing here.
Der Deal der NBA mit Tencent hat wohl einfach zu gut geschmeckt. Money is money. China wird die USA in diesem Jahrzehnt voraussichtlich als stärkste Wirtschaftsmacht der Welt überholen. Das hat für uns alle natürlich zur Konsequenz, dass wir von China nicht fernbleiben können. Ne? Das ist sozusagen... Ja, besonders, guck mal, das Ding ist auch, es würde gehen, wenn alle an einem Strang ziehen, aber das macht ja niemand. Da werden ja Leute nicht ihre Billiardengeschäfte gefühlt canceln, so... Und andere müssen dann den absolut gleichen Weg gehen, damit sie überhaupt funktionieren können als Unternehmen und überhaupt wirtschaften können als Unternehmen. So, das ist halt krass, was für ein Druck auch dann herrscht. Ne? Dann ein Teil unserer Zukunft, ob wir es wollen oder nicht. Wir müssen mit denen in irgendeiner Form leben. Dabei treffen zwei völlig unterschiedliche Weltbilder aufeinander. Eins mit demokratischen, freiheitlichen Werten und eins mit zentralistischen, autoritären. Müssen wir befürchten, dass die chinesische Regierung durch Tencent und seine Beteiligungen bald auch bei uns mehr Einfluss nehmen wird? Laut Professor Dr. Heilmann wollen Tencent und andere chinesische Giganten wie Alibaba in erster Linie Geld verdienen. Und das auch im Ausland. This is an English saying, Baba. Money is money. Baba. Es gäbe keine Anzeichen dafür, dass China im Rest der Welt missionarisch aktiv werden würde. In der EU und den USA würden Privatsphäre und Daten auch deutlich besser geschützt werden. Überwachung, Kontrolle und Propaganda des chinesischen Staates bei uns seien laut Professor Dr. Heilmann nicht zu befürchten. Um Demokratien zu schützen, darf man keine Plattformen laufen lassen, die wirklich systematisch Desinformation verbreiten. Das geht nicht. Das tötet am Ende, das tötet das politische System, das tötet auch die Gesellschaft insgesamt. Es gibt keine freiheitlichen Gesellschaften. Ja, aber das beruft sich ja rein oder das bezieht sich ja rein auf Produkte dann von hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel WeChat nutze, so da hält sich die Regierung ja dann raus und dann haben wir den, dann ist ja genau der gleiche Staat. Und wenn Tencent es schafft, weiter so zu wachsen, was sie ja machen werden, werden sie auch in anderen Plattformen, in anderen Diensten immer weiter integriert sein. Und da ist ja nicht so, als wenn dann die deutsche Regierung drüber geht und sagt, ja, wir erlauben diesen Service hier aber nur noch, wenn unser Schutz da noch oben drauf ist. Ist doch, oder? Unter diesen Bedingungen. Das heißt, da müssen wir auch neue Schritte gehen, ist völlig klar. Ja. China geht da andere Wege als wir, aber wir müssen da aktiver werden. Und deswegen sehe ich den Wettbewerb mit China an der Stelle auch als gesund an. Der Aufstieg Chinas ist also vielleicht eine Chance, uns in unseren eigenen demokratischen Werten zu festigen. Der Erfolg Tencents steht sinnbildlich für die wahnsinnig erfolgreiche chinesische Wirtschaftspolitik. Ausländische Konzerne wurden ausgegrenzt, gleichzeitig hat man sich alles bei ihnen abgeschaut. Zumindest so lange, bis man das nötige Geld hatte, sich die Unternehmen dahinter zu kaufen oder selbst innovativ zu werden. Heute ist Tencent gigantisch und wächst immer weiter. Der Missbrauch von Tencents Produkten durch die chinesische Regierung ist ebenfalls ein Sinnbild. Für eine ganz neue, dystopische Art der Technodiktatur. Nun wird dieses Land mit dieser Regierung bald die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt werden. Irgendwie gruselig. Technologie- und Konsumtrends werden in Zukunft öfter aus China kommen. Ideologisch getriebene Machtspielchen wird es vermutlich häufiger geben. Dennoch ist eine gute Zusammenarbeit mit China und keine bloße Koexistenz notwendig. China ist in vielen Forschungsgebieten führend. Wir brauchen ihre Produkte und sie unsere Märkte. Und für globale Herausforderungen wie den Klimawandel müssen wir sowieso alle an einem Strang ziehen. Das ist sogar der chinesischen Regierung bewusst. Cheers. Überinteressant, weil ich mir nie dessen bewusst war. Ich bin jetzt natürlich... Siehst du, als hätte ich jetzt Tag und Nacht darüber nachgedacht und hätte mich schlau machen wollen schon und dann nichts gefunden, sondern man kriegt es ja, also wenn man es nicht vor die Nase bekommt, kriegt man es halt oft auch nicht mit einfach, ne? Also man lebt ja auch in seinem eigenen Kosmos irgendwie und das gehörte bis dato nicht zu meinem Kosmos, aber es ist interessant auf jeden Fall. Sagen wir interessant, ich meine, ihr gehört Riot Games, ich zocke Valorant und habe permanent was auf meinem Computer laufen mit Vanguard. Wie verdient Nordkorea Geld?